Moin, herzlich willkommen hier zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play L17 Nordfriesische Marsch, Vierfachmap 2.1 ohne Gräben. Ich hab mal, habt ihr ja in der ersten Folge gesehen, ich bin hier mit der Grohweil am Ballen pressen und der hat mir aus Gras automatisch Silageballen gemacht. Ich hab jetzt mal an dem Mod ein bisschen rumgeschraubt. Ich glaube noch nicht, dass ich die Lösung gefunden habe, aber ich will es mal ausprobieren. Ich habe zwei Änderungen gemacht. Ich habe also einmal die Kapazität hier hinten von der Aufnahme habe ich, glaube ich, erhöht, sodass ich hier einen kompletten Ladewagen voll reinhauen kann. Und ich muss mal gucken, ob ich das hingekriegt habe, dass der die Ballen nicht mehr wickelt. Wir schauen mal. Ich setze mich jetzt erstmal hier rein. Mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ich hier... Ja, ich kann auf jeden Fall hier meine... Doch, die Kamera kann ich noch drehen. Und jetzt fangen wir mal an und laden mal hier ein bisschen Gras ab. Ach, kann ich auch alles reinhauen, egal. Und die Oval macht nichts, weil... Doch, sie ist an. Und? Aha. Er sagt mir zwar, dass das ein Silageballen ist, aber er wickelt ihn nicht mehr. Okay. Naja, wie dem auch sei. Ich will aber ja gar keine Silageballen mehr haben. Schade, 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 dass das nicht geklappt hat. Da muss ich dann nochmal ran an den Mod, aber egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den hier. Weil mit dem hatte ich ja... Den wollte ich ja auch dazu bringen, dass er mir praktisch hier automatisch Ballen auflädt. Und ich lade jetzt erstmal von Hand. Lade ich jetzt erstmal Ballen auf. Ich weiß gar nicht, wie die Belegung ist. Ich habe mir die noch nicht einge... Oh. Gut. Wir sammeln jetzt hier erstmal Ballen auf. So weit wie es denn geht. Zeichnen wir gleich mal einen Kurs auf. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass es geht. Mit, Er ist jetzt vollgeladen. Das heißt, ich kann ihn jetzt... Das wird nie funktionieren. Der wird sich hier immer festfahren. Der wird sich immer bei irgendwelchen Ballen festfahren oder so. Aber hey, wir können ja gucken. Thank you.
Das bringen wir jetzt schön zum Rinderhof. Heute Abend übrigens Livestream. So wie gestern auch. Falls ihr auch meine Let's Fly X-Plane Videos verfolgt habt und euch fragt, wie geht's denn da weiter? Es geht weiter. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich war es leid, einfach nur so durch die Gegend zu fliegen. Ich sehe hier nicht mal die Hofeinfahrt, ey. Hier. Und ich war es also, wie gesagt, leid, einfach nur so durch die Gegend zu fliegen. Und ich wollte das Ganze mal auf seriöse Beine stellen. Und wollte auch mal wirklich das Fliegen lernen. So wie es sich gehört. Ja, muss ich jetzt da einen Abladepunkt setzen? Oder muss ich hier einen Pausepunkt setzen? Ich setze hier jetzt einfach mal. Achso, ich lade den natürlich hier ab. Aber ich glaube nicht, dass das automatisch geht. Da wäre ich dann mit oh, ich sehe hier nichts, ey. Auf meinem Bildschirm, das spiegelt auch und ich sag ja, ich glaube nicht, dass das geht. Aber also wenn das jetzt nicht geht, dann muss ich die Ballen eben von Hand einsammeln und dann sammle ich die aber auch nicht mit dem hier ein. Sondern dann sammle ich die mit einem richtigen URL ein. Da kriege ich dann nämlich mehr pro Fahrt da drauf. Dann ist das Feld auch ganz schnell abgefrühstückt. Achso, ich war bei meinem Let's Fly hängen geblieben, ne? Let's Fly X-Plane. Also ich bin's leid, immer nur so ein bisschen mit ganz viel Halbwissen durch die Gegend zu fliegen. Ich will das, wenn dann, ein bisschen seriöser betreiben. Sprich, ich will mich mit den ganzen Luftfahrtregeln ein bisschen auskennen. Und deshalb lerne ich da gerade ganz viel und lese ganz viel darüber und probiere aus. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie in Videos festhalten könnte. Weil das wirklich, ne? Mit Lesen, mit ausgedruckten Sachen und so zu tun hat. Und wenn ich da ein bisschen weiter bin, dann werde ich sicherlich wieder weiter Videos darüber produzieren. Im Moment eher weniger. Vielleicht fliege ich zwischendurch einfach mal so just for fun. Im Moment steht meine Cessna ja noch auf Wangerooge. Aber mal gucken. So, den Kurs mal speichern. Mal gucken, wo bin ich denn überhaupt? Da ist Feld 15. E15. Rinder. E15. Und den löschen wir jetzt. Und jetzt laden wir Kurse. Da muss ich hier unten auch noch irgendwo. Das 15 Big M. Ja, super. Und G15 Rinder G15. Gucken, ob das geht. Jetzt keine Ballen. Das
fahre ihn mal hier, hier so hin. Mal schauen, ich will erstmal gucken, ob das prinzipiell funktioniert. Außer, dass die Ballen natürlich alle irgendwie zur Seite gerutscht sind. Also das funktioniert, ja, ganz toll. Aber... bringt mir gerade nicht so viel. Los, nun mach schon. Aua. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie mir was anderes da vorbauen. Ein Agri-Bumper oder sowas. Aber das kriegen wir auch hin. Wenn das automatisch laufen würde, dann bräuchte ich mich da nicht mehr so viel drum zu kümmern. So, versucht er abzufahren. Bleibt natürlich hängen, weil er genau, wie ich schon sagte, hier auf so einem dämlichen Ballen fährt. So, jetzt müssen wir nur noch sehen, ob der denn vernünftig das zum Hof bringt. Vor allem, ob er es da auch ablädt, was ich ja noch nicht glaube, weil er ja nur einen Pausenpunkt hat. Und da lädt er bestimmt nicht ab, weil er keinen Abladetrigger da hat oder so. Ich weiß es nicht. Experience, hilf mir, wie hast du das gelöst? Experience! Wieso eiert der eigentlich so durch die Gegend? Ich meine, ist ja schön, dass er jetzt da den Ballen so ein bisschen ausgewichen ist, aber... ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass das mit dem Abladen funktioniert. Ansonsten, ja, ihr hört's, die Zeit ist um, das gucken wir uns mal eben an. Und ihr seht, oben rechts, wenn ihr reinguckt, Samstag, 13.08 Uhr, ich nehme das auf. In 52 Minuten muss das online sein, ich muss es noch schneiden und hochladen. Pariasses, hab noch was zu tun. Ich hoffe, dass es pünktlich um 14 Uhr da ist gleich.
Und ich bin nicht eine Woche vorher, ich bin nicht ein Samstag vorher, sondern ich bin 52 Minuten oder gleich 51 Minuten vor Veröffentlichung. Und ich hab's noch nicht mal fertig aufgenommen. Los jetzt. Aber er lädt die nicht ab. Mit Sicherheit nicht. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, der steht hier ja auch selten dämlich. Das muss ich ja zugeben, ne? Also ehrlich gesagt nicht, was der hier sollte. Warum der hier steht und warum er keinen Anhänger dran hat dann. Ballen werden entladen. Ich werd bekloppt. Das geht. Jetzt klappt er den wieder zu. Und fährt wieder aufs Feld. Ich werd bekloppt, das geht. Sehr schön. Ja, ein Erfolgserlebnis haben wir. Das zweite müssen wir uns später holen, wenn wir die Go-Wahl nochmal uns angeguckt haben. Und ich verabschiede mich bei euch. Guckt heute Abend beim Livestream rein. Und ja, morgen 10 Uhr seht ihr, wie es dann mit der Go-Wahl weitergeht. In diesem Sinne sage ich ciao.